Okay. Ich gebe das jetzt ganz einfach erstmal auf. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge Space Engineers im Multiplayer. Wieder mit dabei der Mike. Oh, hallo. Und der Kalle. Ach, jetzt baut er mal in die Schweizer. Was? Kein Sauerstoff? Ups. Ich soll meine Platte mal ausmachen. Wieso hatte ich denn jetzt eben keinen Sauerstoff mehr? Tja, leichte Armut. So, apropos Sauerstoff, ich muss auch mal wieder auffüllen. Ach Quatsch, völlig überbewertet. Meine Sauerstoffflasche war leer und dementsprechend auch der Inhalt. Na klar, also mein Anzug. Ja. Ja, nee, also so überhaupt nicht. Ja, jetzt hatte ich so viele Raffinerien hier, Dinger hier gebaut. Wie heißen sie denn? Montageanlagen gebaut. Und jetzt stelle ich fest, das Skript funktioniert nicht mehr. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt und ich habe einen anderen gefunden, der angeblich funktionieren soll. Das heißt, die ganzen Montageanlagen können erstmal wieder weg hier. Ja, schon fast fertig, ich habe die Verbilanz. Auch nur fast. Na gut, die Naniden bauen dann überall rum, glaube ich, gerade. Hier sind ja überall noch Baustellen. Natürlich. Nur mit Fingerschnipp und fertig ist es nicht. Er bringt es nicht alles weg. Gut, dann packen wir es erstmal hier alles rein. Deine Passagiere magst du aber nicht immer. Ach, wir sind hier an dem Jump Drive. So. Wo ist die Förderlinse, oder? Sag mich, wo fehlt die Konvers? Sie vorne sind. Ach ja. Sind ja noch Triebwerke da vorne unten. Deswegen sind die Konvers noch da vorne. Natürlich. Das Ding hat sogar einen Erdsensor. Dann könnte ich unten drum dann noch quasi das Schiff, das Bohrschiff noch dran klatschen.
Also unter Decks Eis noch mitnehmen. Macht uns mit Treibstoff. Ah, da fängt mal an, innen drin zu bauen, langsam. Ah, da sind noch die ganzen Gyroskope. Oh, hier noch auch einige Stahlplatten drauf. Antenne. Wir hatten nur einen Hydrogentank. Jumpjump hat auch fertig gebaut. Okay. Bist du schon lange fertig bei dir, der Sandreif? So, dann haben wir den hier mal. Ah, der Richter ist mittlerweile auch fertig. Naja. Und wir fangen langsam an, das Ding komplett zu bauen. Also es muss einen geben, einen Container der Komponenten heißt. Das Schiff wird auf jeden Fall noch gut bereit. Wahrscheinlich. Gut, den Teil vom Eis kann ich schon mal lagern.
Da knallert das Bohrschiff doch voll und dann zack rein damit. Dann gehe ich mal mit dem Bohrschiff noch ein bisschen holen. Aber Komponenten ist blöd. Container ist besser. Da hat auch ein Erdsensor dran, der kleine Bohrschiff, oder? Jo. So, mache ich jetzt wieder das. Oh ne, jetzt habe ich gepennt. So, und da muss die Liste rein. Lassen wir erstmal den setzen wir auf manuell. Dass ich notfalls auch mal was von Hand noch dazu packen kann. Die beiden sind von den Naniten, der eine soll automatisch produzieren. Okay. Objekte, der Auto-Assembler, genau. Dann übernehmen wir erstmal die Liste hier komplett. Und die setzen wir hier rein, genau. Ach nein, nicht bei dem. Bei
dem muss das rein. Okay. So, das ist da drin. Und dann mal gucken, ob der richtige Skript jetzt da drin ist. Nö, das war der falsche. Überprüfen. Okay, meine. Ausführen. Oder muss das da rein? Das kommt auf jeden Fall schon mal raus hier. Das brauchen wir nicht herstellen. Einen angehalten. Oh, hast du einen Reloc gemacht, Mike? Ja. Die erste Ladung 1 habe ich schon mal. Dann kopieren wir das doch hier noch mal raus. Vielleicht ist da ja tatsächlich irgendwo ein Fehler drin. Oh, da kommen Steine geflogen. Thank you.
Das muss ich vom Torschiff aus das Ganze alles rüber transportieren. Und zwar jetzt ein bisschen dauern. Tatsächlich so. Dass ich das falsch gelesen habe da. Custom da. Dann packen wir die mal da rein. Okay. Code Execution of Script Index. Was auch was mit einer negativ in less than the size of the collection parameter im Index. Ja, die Hydrotank muss er ja auch noch fertig bauen. Das jetzt ganz einfach erstmal auf und gucke mal, was hier hinten ist, weil das scheint schon ziemlich weit zu sein.
was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen Uran hier in die Gabelbox mache, weil das hast du jetzt zum Reaktor verteilt. Noch nicht, okay. Break room, Service Hour ist hier. Auf jeden Fall mit dem Conveyor-System verbunden. Ist noch nicht fertig, okay. Hoch. Ah ja, erster Stock. Was? Das ist ein Balkon. Hier geht's noch mal hoch. Nur die Kleinigkeiten hier noch. Dann ist das schon fertig. So, und hier nochmal hoch. Okay. Sehr schön. Tja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss. Oh, tschüss.